30.000 Kilometer und das pro Jahr. Das sind etwa 80 Kilometer täglich oder fast einmal um die ganze Welt. Es ist das Trainingspensum von einem der besten Radfahrer Österreichs, Ricardo Zeudl. Vor 3 Wochen hat die Vorbereitung für die neue Saison begonnen. Gleichzeitig ist der Mühlviertler Vater von Zwillingen geworden. Profisportler und Jungpapa, eine Herausforderung. Ja, einfacher wird es nicht mehr. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass meine Freundin die Nachtschichten macht. Das war für mich ein großer Punkt. Aber ja, im November ist meistens immer entspannt, dass man das Trainieren anfängt. Und besseren Zeitpunkt hätte man nicht aussuchen können, jetzt, dass die zwei aufs Feld kommen. Und ja, nein, ich freue mich schon jetzt mit einer der Zeit und natürlich auf die nächste Saison. Aktuell radelt Zeudl aber nicht nur für den Erfolg im kommenden Jahr, sondern auch für die aktuell geschlossenen Fitnessstudios. Wiedertrom aus Bad Schallerbach will dafür ein Zeichen setzen. 100.000 Kilometer sollen gesammelt werden. Eine Art sportliches Volksbegehren. Ob wir jetzt laufen gehen oder Rad fahren, ist egal. Wir möchten schaffen, gemeinsam 100.000 Kilometer sich fortzubewegen. Nicht auf der Couch hängen bleiben, Sackelchips fressen, sondern Bewegung, was da aktiv bleiben. Mitmachen kann jeder über die Facebook-Seite Mitglieder radeln für die Gesundheit. Dort werden die Kilometerleistungen eingetragen und dann zusammengezählt. Bis zur Wiedereröffnung sollen es 100.000 Kilometer sein. Neben Ricardo Zeudl ist noch ein weiterer Langstreckenprofi mit dabei, Walter Pöll, Weltrekordhalter im 24-Stunden-Outdoor-Race. Trainingspensum pro Jahr, 20.000 Kilometer, viele davon hier im Fitnessstudio. Durch meine langen Trainings, was ich damals gemacht habe, weiß ich ja, wie schwer das dann ist. Da musst du immer alleine motivieren, da hilft dir keiner mit. Und wenn da ein paar beieinander sind, der feiert dich vielleicht da oder der sagt, hey komm, geht schon noch. Und dann geht es natürlich viel leichter. Aktuell haben die Fitnessstudios wegen des Lockdowns geschlossen. Auch sie bekommen zwar Umsatzersatz, aber finanzielle Nachteile könnten 2021 kommen. Denn erst dann sind die Auswirkungen des Corona-Jahres zu spüren. Fakt ist natürlich das, mit dem zweiten Lockdown schwimmen uns die Fälle davon, so sagt man es, glaube ich. Weil man schreibt ungefähr zwischen 15% und 25% Kunden im Jahr wieder neu. Und dann nächstes Jahr wird es eine ganz harte Zeit. Und da heißt es wieder richtig, ja, ranklotzen, Gas geben, Werbung machen, die Leute motivieren. In Österreich nutzen über 1 Million die insgesamt 1240 Studios. Das ist mehr als jeder 8. Österreicher. Wir haben das Problem, dass die Fitnessstudios immer nur diesen Beigeschmack haben, rein Muckibude, rein Steroide, rein Anabolika, dicke Muskeln. Hat es gegeben, wollen wir gar nicht weg tun, gibt auch Leute, die das heute noch machen, hat aber mit uns nichts zu tun. Unser Ziel ist Gesundheit und Fitness. Egal in welcher Disziplin, es geht ums berühmte Kilometerfressen, so wie bei Radprofi Ricardo Zeudl. Die 30.000 pro Jahr muss dabei aber nicht jeder schaffen. Was zählt, ist am Ende die Gesamtleistung aller Gruppenmitglieder, 100.000 Kilometer.